Durch die extreme Schnee- und Wintersituation im Jänner 2019 kam es auf dem Winsfeld zum Mastbruch eines 110 kV Hochspannungsmasten. Das Winsfeld liegt, wenn man so möchte, direkt über dem Tauerntunnel und hier genauer gesagt an der Grenze zwischen dem Pongau und Lungau. Seit dem Winter ist einiges passiert. Also gleich im selben Augenblick, als wir die Leitung eingeschalten haben mit dem Provisorium, haben wir schon begonnen, den neuen Masten zu dimensionieren, die Statik zu beauftragen und auch einen Bitterkreis entsprechend festzulegen. Und das ist eine logistische Herausforderung. So wurden mehrere Basecamps mit unterschiedlichen Materialien für den Wiederaufbau des Mastens eingerichtet. Weil man diese Materialien schon näher an die eigentliche Baustelle gebracht hat, hat sich auch die Flugzeit auf das Winsfeld verkürzt. Aber nicht nur hier hat man Zeit gespart. Der neue Mast steht auf vier Füßen sozusagen und jedes Fundament dieser Beine hat 25 Kubikmeter Beton. Das Ganze musste heraufgeflogen werden, wenn man sich vorstellt, man bringt 0,3 Kubikmeter in einen Kübel Beton hinein, waren es etwa über 200 Flüge. Bevor man den Mast errichten kann, muss der Beton entsprechend sich festigen und abbinden. Das dauert etwa 10 Tage. Und damit man diese Zeit gewinnt, haben wir vorher schon die Seile über den Maststandort darüber gezogen und die 10 Tage gewonnen. Durch den starken Winter und die damit verbundenen hohen Schneemengen konnten die Reparaturarbeiten am Winsfeld erst im Juli 2019 so richtig durchstarten. Der Mast besteht aus vielen Stahlbauteilen, vielen Schrauben. Jeder Teil ist nummeriert. Und genau nach Plan wird jetzt Teil für Teil von unten aufgebaut und verschraubt, sodass der Mast mehr oder weniger von unten in die Höhe wächst. Das Endwachstum, wenn man so sagen will, sind 52 Meter und er wird damit der höchste Mast in unserem Netz. Die Arbeiten im Hochgebirge, also in 2000 Metern Seehöhe, sind eine tägliche Herausforderung, denn das Wetter kann dort oben sehr schnell umschlagen. Bei Schlechtwetter kann es sein, dass die Sicht weg ist, dass kein Hubschrauber die Mannschaft mehr holen kann. Da gibt es bei jedem Maststandort Notcontainer. Dort können sich die Leute sammeln und Unterschlupf finden. Und es ist zusätzlich ein Notweg ausgesteckt, dass man zur Hütte hinunter sich in Sicherheit begeben kann. Die Reparaturarbeiten verliefen bisher wie geplant. Die Verantwortlichen der Salzburg Netz GmbH rechnen mit der Wiederinbetriebnahme der Leitung bis Anfang September.